Bei dem Besuch des Naturparkzentrums Kellerwald in Herzhausen kann man einige einheimische Tiere besichtigen. Hier die Wildkatze, die Ringelnatter, der Luchs, der Wolf und einige sehr seltene Urwaldkäferarten, ohne die der Kellerwald heute gar nicht mehr bestehen würde. Hier der Wespenbock, und ein weiterer Urwaldkäfer. Jetzt beginnt unsere Wanderung auf dem Lulluspfad von Altenlotheim nach Gellershausen. Guten Morgen, Freunde. Hier ist wieder Frank, ein Hesse on Tour. Und ich begrüße euch heute zu unserer zweiten Etappe auf dem Lulluspfad. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum ich euch heute nur Bilder zeigen kann. Das liegt einfach daran, dass ich einen technischen Defekt hatte und meine Filme leider gelöscht sind. Ich hoffe dennoch, dass euch dieses Bildervideo gefällt. Und freue mich über ein Like oder wer mich noch nicht abonniert hat, über ein Abo, damit ihr nichts Neues verpasst. Danke. Wir durchwandern hier eine traumhaft schöne Winterlandschaft. Und kommen bei unserem ersten Highlight einer wunderbaren Schutzhütte an. Dies war die erste von 5 Bachüberquerungen. Es war teilweise lustig, darüber zu kommen. Wichtig bei diesen Wanderungen ist ein Schuhwerk, das wirklich wasserdicht ist, sodass man auch mal durch einen kleinen Bach durchlaufen kann, ohne nasse Füße zu bekommen. Hier folgt die zweite Überquerung. Und die dritte Überquerung. Hier war jetzt unser Weg durch einen umgestürzten Baum versperrt und wir mussten den Baum großräumig umwandern. Es folgt Bachüberquerung Nummer 4. Hier kommen wir an einem wunderbaren Aussichtspunkt an, von dem man dann auch eine tolle Weitsicht hat.
Hier sind wir jetzt in Gellershausen bei der Grillhütte angekommen und so allmählich endet dann auch unsere Wanderung. Das ist der Ort Gellershausen. Auch hier gibt es tolle Fachwerkhäuschen zu sehen.